So, Jungs. Oh, Junge, Junge. Saustall hier. Liebe Kinder und Kinderinnen, willkommen in meiner neuen Show. Live auf YouTube TV. Jeden Samstag von 12 Uhr bis hoffentlich niemals mehr. Oh, ich jetzt kann nicht mehr sitzen, so dicht bin ich. Was? So, wie heißt die Sendung? Sie heißt Lukas Lustiges Laboratorium. Und es geht um allerlei lustige Sachen, die im Laboratorium passieren können. Wie der Titel vielleicht auch schon hat erahnen lassen. Damit es auch lustig im Damit es auch lustig im Laboratorium zugeht, fehlt natürlich erstmal jede Menge Alkohol. Mein Problem ist, er fehlt bereits tatsächlich. Mann, ey. Aber naja, bisschen ist noch da, das soll uns reichen für ordentlich viel Spaß. So, dachte mir, so für die Pilotfolge, als erstes Thema mal was richtig Interessantes, was aber auch noch nicht so jeder weiß und was auch leicht zugänglich ist für die Leute da draußen. Unsere Zielgruppe ist so zwischen, ja, so maximal 13 und an, das fängt so an, ja, erst Schwangerschaftswoche, ne? Und worum geht's also? Es geht darum, ihr stellt euch vor, ihr fahrt eine Autobahn entlang, die A7, jeden Tag dieselbe verdammte Scheiße, ein Stau jagt den nächsten und überall sind diese Baustellenlampen. Ja, und jeder fragt sich, was soll das eigentlich? Und ich habe mir jetzt endlich mal gedacht, ja, ich gehe der Sache mal auf den Grund und präsentiere euch diese Baustellenlampen mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt verschiedene Ausführungen da ausgeliehen bekommen habe. Also, ja, die bekommt ihr ganz legal. Ihr müsst einfach nur ganz lieb beim Bauarbeiter fragen. Und wenn er dann gerade nicht hinguckt, dann könnt ihr das auch nehmen. Da haben wir hier ein Modell. Das ist sehr wertig. Das hat auch, nachdem ich es geklaut habe, auch noch eigentlich ein paar Wochen lang gut geblinkt. Ja, also mir fehlt jetzt leider die Marke, dass ich jetzt mal bei Amazon gucken könnte, was das kostet. Und euch auch selbstverständlich den Link in die Beschreibung zu packen. Wahrscheinlich HKL. Und das Modell heißt Monolight 2. Wir können es leider nicht mehr testen, weil, ja, als ich jetzt angefangen habe, das Video zu machen, ist der scheiß Akku doch noch leer gegangen. Und dann gucken wir uns das andere mal an. Oh, ebenfalls. Oh, oh, oh. Das hat halt schon ein bisschen mehr hier im Gebölk. Auch von HKL, wie ich sehe. Ja, ich poste euch noch ein paar weitere Links in die Beschreibung, ne? Dass ihr euch auch ein bisschen Sekundärliteratur zulegen könnt. Also, wie ihr seht, ich habe exakt zweimal das gleiche Modell geklaut damals. Also, ordentliche Leistung, vor allem für den Zustand, in dem ich da gerade war, aber, ne? Jetzt sind sie eh nicht so nett, blinken nicht mehr. Falsch gedacht. Da kam noch das Problem, so, was macht man eigentlich, wenn sie nicht mehr blinken und man will sie wieder zum Blinken bringen? Tja, auch da. Oh Gott, es drückt schon wieder. Ah, waren wir uns nicht zu fein und haben in die nächsten Baustelle geguckt. Und ja, nachdem wir dort nachts den lieben Bauarbeiter gefragt haben und er gerade nicht hingeguckt hat, ich weiß nicht, ob das hier auch dazu gehört, haben wir das hier noch gefunden. Hochleistungsblockbatterie. 6 Volt, ja. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Da könnt ihr auch mal bei Amazon ein bisschen, ja, fragt ihr mal Mutti und Papi. Die spendieren euch bestimmt ein paar Groschen dafür und dann könnt ihr euch mal ordentlich hier, ne, damit spannend, sag ich mal, ja. Wir haben leider noch nicht rausgefunden, wie lassen sich nun diese Hochleistungsblockbatterie 6 Volt Teile in so ein Ding hier reinfügen, wenn da mal der Saft ausgeht, was wir natürlich nicht hoffen. Ja, jetzt haben wir natürlich folgende Option, ne? Wir wären nicht
Lukas lustiges Laboratorium, wenn wir nicht ein paar Optionen hätten, um herauszufinden, wie tauscht man denn nun den Akku aus? Und zwar haben wir hier, ich denke mal, das hat jeder zu Hause, ne? Fragt er mal den Papa, der hat sich bestimmt letztens wieder auf den großen Zeh mitgeschlagen. Oder fragt er mal hier im Osten, da schlagen sie Bärbe auf den Rücken. Und dann haut er mal richtig drauf und guckt, wo der Akku drin ist, ne? Also ich befürchte mal, das hat was hier mit blauem Plastik zu tun, ne? Da, Jungs. Da ist irgendwie so eine Art Verschluss. Sieh mal, wie viel Spaß Wissenschaft einfach macht. Das ist unglaublich. Es geht jetzt also darum, irgendwie diesen Verschluss aufzukriegen. Ich meine, das würde Tomb Raider und Indiana Jones in 3 Jahren nicht schaffen. Da habe ich auch einfach das vollkommen verkehrte Werkzeug. Ich meine, da müssten wir bestimmt erst weite Reisen auf uns nehmen. Also biegen tut sich ein bisschen was, aber wahrscheinlich, weil es die letzte Drecksplörre ist, die irgendwo in Asien hergestellt wurde, bei den Fidschis. Ja, okay. Leider habe ich das Problem, dass ich noch nicht genug Kapital aus dieser Sendung schlage, um deswegen eine Mietwohnung beziehen. Meistens haben es andere Mietparteien nicht so gerne, wenn ihr zu Hause mit dem Hammer Baustellenlampen zerklopft, ne? Deswegen, was noch bleibt, ist die Säge. Boah. Ich glaube, da laufen sogar noch Tiere drin rum. Die haben aber lange Ausdauer. Nee, das könnt ihr vergessen, Leute. Weißt du was? Jeden Kommentar, der hier irgendwie schreibt, ja, der Diebstahl ist scheiße, Kiffen ist geil, dem verlose ich hier diese Blockbatterie. Ja? Ein Hammer von mir also auch, wenn ihr keinen da habt. Und dann schickt mir bitte auf Instagram und Snapchat all eure Bilder, wie ihr versucht mit Hammern oder von mir aus auch mit richtig krassen Dingern. Fahrt nach Polen, fahrt nach Rumänien, holt euch die dicksten Böller und jagt die da mal rein. Ja? Und dann klickt er mir das mal und dann zeigen wir das in der nächsten Sendung, wie ihr die Blockbatterie da rausgeholt habt, ja? Weil das fände ich jetzt mal richtig interessant, du. Guck mal, was deutsche Wertarbeit hier. Das ist einfach nicht zu fassen. Ich muss einen Schluck trinken, ey. So. Ich hatte eigentlich gehofft, ich bin schon längst besoffen, aber. Ich hab nichts mehr. Nee, alles weg. Ich muss einfach mal ins Bett jetzt hier. Die Sendung ist vorbei. Wir haben, glaube ich, auch schon Überlänge. Ja? Mama und Papa zahlen schon viel zu viel für euren Scheiß, den ihr da guckt. Deswegen, ja? Holt euch einen Hammer. Geht nachts ruhig mal auf ein paar Baustellen. Es gibt so viel davon, weißt du? In Afrika verhungern die Kinder und hier regen sie sich auf wegen so blöden Gelump. Ne? Wisst ihr Bescheid? Kloppt mal ordentlich drauf. Macht mal ein paar Baustellenlampen kaputt. Und wenn ihr keine mehr findet, dann nehmt die Robben. Ja? In diesem Sinne. Feierabend.